Wenn du selbstständig bist, musst du eine Steuererklärung abgeben. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass du auch Steuern bezahlen musst. In diesem Kontext fällt immer wieder das Wort Nullmeldung. Was das genau ist und was du darüber wissen solltest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe in diversen Videos schon erzählt, dass du auf jeden Fall als Selbstständiger eine Steuererklärung abgeben musst. Und zwar, wenn du Gewerbetreibender bist, musst du eine Einkommensteuererklärung, eine Umsatzsteuererklärung und eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Als Freiberufler musst du die Gewerbesteuererklärung nicht machen, da reicht es, wenn du eine Umsatzsteuererklärung oder eine Einkommensteuererklärung erstellst. Das Ganze musst du übrigens auch machen, wenn du noch gar keine Einnahmen hast oder aber wenn du Verluste machst, denn du musst als Selbstständiger grundsätzlich immer eine Steuererklärung abgeben. Und in diesem Kontext habe ich schon mehrfach erwähnt, dass du im Zweifel dann eine Nullmeldung abgeben solltest. Und ich bekomme auf diese Äußerung regelmäßig natürlich die Rückfrage, ja, was ist denn das eigentlich? Was muss ich denn eigentlich ganz konkret bei so einer Nullmeldung machen? Wie sieht das aus und wie kann ich das eigentlich machen? Und genau das möchte ich in diesem Video einfach mal im Detail beantworten. Zunächst möchte ich noch einmal auf die Verpflichtung, eine Steuererklärung abzugeben, eingehen. Und zwar musst du als Selbstständiger 2 oder 3 Steuererklärungen abgeben bis Ende Juli. Das heißt, bis zum 31.07. müssen deine Steuererklärungen beim Finanzamt sein. Wenn du einen Steuerberater hast, also wenn du vertreten wirst durch einen Steuerberater, dann hast du ein bisschen mehr Zeit. Dann hast du insgesamt 14 Monate Zeit. Das heißt, dann müssen deine Steuererklärungen bis Ende Februar des übernächsten Jahres beim Finanzamt sein. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, diese Fristen sind aktuell ein bisschen verlängert. Das heißt, aufgrund von Corona und des Rückstaus von Corona gibt es Fristverlängerungen. Wichtig ist allerdings, du musst diese Steuererklärung machen und abgeben, auch wenn du überhaupt gar keinen Umsatz gemacht hast. Schauen wir uns am besten mal die unterschiedlichen Steuerarten an. Bei der Gewerbesteuer ist es nämlich so, dass du einen Freibetrag hast von 24.500 Euro Gewinn. Das heißt, du kannst bis zu 24.500 Euro Gewinn machen, bevor du überhaupt Gewerbesteuer zahlen musst. Und ehrlicherweise ist das bei vielen Gründern auch der Fall. Das heißt, ungefähr 25.000 Euro Gewinn, das muss man auch erstmal erwirtschaften. Immer wenn du da drunter liegst, musst du gar keine Gewerbesteuer zahlen. Aber auch dann musst du eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Bei der Umsatzsteuer gelten andere Freibeträge. Und zwar gibt es da die Kleinunternehmerregelung. Zu dem Thema Kleinunternehmerregelung findest du wirklich eine ganze Videoreihe auf diesem Kanal. Schau gerne mal in der Videobeschreibung nach, da verlinke ich dir diese Videos. Wichtig ist allerdings, die Kleinunternehmerregelung bezieht sich immer nur auf die Umsatzsteuer und du musst sie nicht wählen. Das heißt, du kannst auch freiwillig darauf verzichten. Diese Regelung besagt, dass du bis zu 22.000 Euro Jahresumsatz darauf verzichten kannst, irgendwas mit der Umsatzsteuer zu tun zu haben. Das heißt, du musst keine Umsatzsteuer auf deine Rechnung ausweisen und du musst auch keine Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Also so unterjährige Umsatzsteuermeldungen musst du auch nicht an das Finanzamt absenden. Was musst du aber machen? Eine Umsatzsteuerjahreserklärung. Das heißt, auch deine Umsatzsteuererklärung musst du machen, wenn du Kleinunternehmer bist. Übrigens auch dann, wenn du gar keine Umsätze machst. Ein besonderer Fall ist die Einkommensteuer und die Einkommensteuererklärung, weil die Einkommensteuererklärung bezieht sich nicht nur auf deine Selbstständigkeit, sondern auf alle deine Einkünfte. Also zum Beispiel auch dein Anstellungsverhältnis oder Einkünfte aus Vermietung oder privaten Veräußerungsgeschäften. All diese Einkünfte musst du in einer Einkommensteuererklärung erklären und dem Finanzamt mitteilen. Und auf der Gegenseite kannst du eine ganze Reihe an privaten und beruflichen Kosten auch davon absetzen. Und da solltest du grundsätzlich immer eine Steuererklärung abgeben. Wenn du selbstständig bist, vollkommen unabhängig davon, ob du Gewinne oder Umsätze gemacht hast, musst du das auch machen. Aber auch sonst empfiehlt es sich in den allermeisten Fällen auch eine private Einkommensteuererklärung zu machen. Das heißt, bei der Einkommensteuer gibt es in 99,9% der Fälle gar keine Möglichkeit, eine Nullmeldung abzugeben, weil du hast irgendwelche Einkünfte wahrscheinlich und selbst wenn du keine Einkünfte hast, hast du aber wahrscheinlich irgendwelche Kosten. Und dann kann das tatsächlich auch sinnvoll sein, eine Einkommensteuererklärung zu machen, wenn du nur Kosten und keine Einnahmen hast, weil du dann einen Verlust generierst, den du unter Umständen in anderen Jahren auch nutzen kannst. Das ist zum Beispiel bei Studenten relativ häufig der Fall, dass die kein Einkommen haben, aber Kosten fürs Studium. Und dann ergibt es auch Sinn, eine Steuererklärung zu machen, weil man dann in anderen Jahren dadurch profitieren kann und am Ende tatsächlich weniger Steuern bezahlt. Deswegen eine klassische Nullmeldung gibt es in der Einkommensteuererklärung in der Form eigentlich nicht. Doch was ist diese Nullmeldung eigentlich? Relativ simpel. Und zwar ist das eine Steuererklärung oder halt eine Umsatzsteuervoranmeldung, wo du nichts einträgst oder halt eine Null einträgst. Wenn du beispielsweise keine Umsätze gemacht hast, trägst du in deiner Umsatzsteuererklärung halt einfach eine Null bei Umsätzen an und erklärst damit, dass du 0 Euro Umsatz gemacht hast. Das heißt, du meldest dem Finanzamt einfach den Betrag 0.
Und das ist eine Nullmeldung. Eigentlich auch relativ nachvollziehbar. In der Praxis ergeben sich dadurch aber trotzdem einige Fragen. Wenn ich mich zum Beispiel im März selbstständig gemacht habe und auch beim Finanzamt angemeldet habe und dann ist erstmal die ersten 3 oder 4 Monate nichts passiert. Was ist denn in diesen 3 oder 4 Monaten? Muss ich dafür eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben? Muss ich sonst noch irgendwas in diesen Monaten machen? Grundsätzlich ja. Wenn du angemeldet bist, musst du für diese Zeiträume auch irgendeine Meldung machen. Und wenn einfach praktisch noch nichts passiert ist, gibst du für diese Zeiträume halt einfach eine Nullmeldung ab. Warum solltest du das machen, wenn da ja gar nichts gelaufen ist? Naja, du musst dem Finanzamt mitteilen, dass du in diesen Monaten nichts gemacht hast. Das heißt, mit dieser Nullmeldung teilst du dem Finanzamt mit, dass in den jeweiligen Monaten keine Umsätze und keine Ausgaben angefallen sind und dadurch hast du die Frist gewahrt. Also eine Steuererklärung, die einfach leer ist oder genauer gesagt, wo überall eine Null drin steht, das ist eine richtige Steuererklärung und die musst du abgeben vor der Frist und dadurch wahrst du dann quasi deine Frist und dann wirst du auch anschließend keine blöden Rückfragen vom Finanzamt bekommen. Das passiert schließlich regelmäßig, gerade bei Gründern, dass das Ganze einfach eine Weile dauert, bis das so ins Laufen kommt. In der Praxis gibt es dann immer wieder ganz smarte Leute, die sagen, naja, wenn ich durch eine Nullmeldung quasi meine Frist einhalte, dann kann ich das ja erstmal machen. Also ich habe irgendwo Chaos in der Buchhaltung und muss fürs erste Quartal eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Dann kann ich doch am 10. einfach ganz schnell eine Nullmeldung abgeben, weil das ist ja auch das, was ich kann und dann ist das Finanzamt erstmal fein, weil das Finanzamt eine Nullmeldung bekommen hat. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle für alle Leute, die schon diese Gedankengänge gerade hatten. Eine Nullmeldung abzugeben, obwohl du Umsätze hast, ist natürlich nicht erlaubt. Das ist eindeutig Steuerhinterziehung, weil du erklärst dem Finanzamt, dass du keine Umsätze hattest, obwohl du welche hättest. Das heißt, eine Nullmeldung ist kein Freifahrtschein oder eine Fristverlängerung und solltest du auch nicht dafür verwenden. Stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie machst du das Ganze in der Praxis? Naja, wenn du ein Buchhaltungsprogramm oder ein Steuerprogramm hast, kannst du das in diesem Programm machen. Das heißt, du kannst auch einfach eine Umsatzsteuervoranmeldung oder eine Steuererklärung übermitteln, auch wenn du gar nichts eingetragen hast. Also zum Beispiel LexOffice, SafeDesk oder Visosteuer und Smartsteuer, da kannst du auch Dinge übermitteln, selbst wenn du gar nichts eingetragen hast. Das ist grundsätzlich überhaupt gar kein Problem. Wenn du gerade gründest, denkst du dir jetzt vielleicht, ach, das ist ja super ärgerlich, jetzt muss ich mir eine kostenpflichtige Softwarelösung kaufen, um dann dem Finanzamt mitzuteilen, dass ich ja gar nichts verdient habe und gar keine Steuern zahlen muss. Das ist ja voll unnötige Ausgabe. Ist es tatsächlich, musst du nicht machen. Du kannst dich natürlich auch einfach bei Elster Online anmelden, das jeweilige Formular oder die jeweilige Steuererklärung raussuchen und da jeweils 0 eintragen und das Ganze dann über Elster Online übermitteln. Deswegen, wenn du gerade gründest und einfach noch gar keine Software hast und auch noch gar keine brauchst, dann solltest du dir nicht für eine Nullmeldung extra eins anschaffen. Dann würde ich dir grundsätzlich empfehlen, dass du das Ganze einfach direkt über Elster Online machst. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir deine Fragen rund um das Thema Nullmeldung beantworten. Wenn das nicht der Fall ist und du noch offene Fragen hast, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Wenn du dir jetzt denkst, dass du für deine Selbstständigkeit eigentlich am liebsten Steuerberater hättest, der im Zweifel, wenn mal nichts angefallen ist, auch die Nullmeldung für dich übermittelt, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot und wie wir dir weiterhelfen können, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Oder schau dich einfach erstmal auf unserem Kanal um und schau ein paar weitere Videos, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.